Wir sind schon da. Was? Wir sind schon da. Gut, wir sind schon da. Wir stellen uns hin. Etwa so. Gut, wir stehen. So aneinander gelehnt vielleicht. Vielleicht auch die Arme verschränkt. So ein bisschen auf Distanz. Distanziert, aber freundlich. Gut, wir lächeln entspannt. Ungeheuer entspannt. Und dann sagst du, wir sind Schwestern. Ich sag, wir sind Schwestern? Wieso ich? Ja, wir sind doch Schwestern. Ja, aber du doch auch. Natürlich bin ich deine Schwester. Also? Und? Warum soll ich es dann sagen? Ich kann es doch auch gerne sagen. Also? Wir sind Schwestern. Einen Moment. Fällt es gern. Sag mal, sind wir noch oder spielen wir schon? Du meinst, spielen wir jetzt noch oder sind wir schon? Was meinst du jetzt? Ich meine Schwestern. Schwestern oder Schauspielerinnen? Schauspielerinnen, die Schwestern spielen. Ah, Schwestern, die Schauspielerinnen spielen, die spielen. Und wenn sich das gar nicht ausschließt, wenn wir doch Schwestern sind, die Schwestern spielen, die spielen. Schwestern spielen, spielende Schwestern. Große Schwester, kleine Schwester. Dicke Schwester, dünne Schwester. Du jung, begabt und weltmännisch. Fraulich, weltfraulich. Wie du willst. Du jung, begabt und weltfraulich. Und du? Ich, die etwas ältere, unbegabte, stummhockerische. Schwester. Jawohl. Fräulein Büchner, jetzt sitzen Sie da mit Ihrem verfuschten Leben, nicht mal zur Mutter hat's gereicht. Jawohl. Luise? Mathilde? Weißt du, wer heute Geburtstag hat? Georg jedenfalls nicht. Mutter. Oh, schon wieder Mutter. Krummer Geburtstag nur. Also nur kleines Gedenken. Nächstes Mal wieder 100 Geburtstag, dann wieder große Feier. Wenn ich das noch erlebe. Bitte nicht schon wieder. Also, jetzt. Zwischen Berg und tiefen, tiefen Tal saßen einst zwei Hasen, fraßen ab das grüne, grüne Gras, fraßen ab das grüne, grüne Gras bis auf den Rasen. Als sie sich nun satt gefressen hatten, setzten sie sich nieder, bis dass der Jäger, Jäger kam, bis dass der Jäger, Jäger kam, und schoss sie nieder. Als sie sich aufgerappelt hatten und sie sich besannen, dass sie noch am Leben, Leben waren, dass sie noch am Leben, Leben waren, liefen sie vor und dannen. Du bist auch immer von dannen gelaufen. Weil ich ja am Leben, Leben war und am Leben bleiben wollte. Ein neues Brüderchen. Sei still, Kind. Ich will aber ein neues Brüderchen. Wie heißt das Zauberwörtchen? Ich will. Du Böse, Böse. Böse! Mama, die hat mich hauer, hauer gemacht. Hauer, hauer
Mink-Mank, Ene-Mene, Dicke-Hacke. Einmal rein, einmal raus, kommt die Dick-Madame raus. Warum liegt die Mama im Bett? Warum dürfen wir nicht zu Mama? Warum schreit die Mama so? Warum muss das so sein? Warum muss der Storch die Mama ins Bein beißen? Warum schreit die Mama so? Oh, ich schieß den Storch. Tot, tot, tot. Oh, verdammt, die Suppe. Mathilde, wir sollten uns endlich altersgemäß benehmen. Wie Großmütter. Oh ja. Warum, oh armes Herz, willst du so tief versenken, dich in Erinnerungsschmerz und weinend nur gedenken an alles, was du je geliebet und besessen? Kannst der Erinnerung weh, denn niemals du vergessen? Das hab ich wohl erfahren in manchen bitteren Jahren. Es gibt für mich kein Glück, wo andere Rosen brechen, mich nur die Dornen stechen, so will es mein Geschick. Will stille sitzen und denken an alles, was ich geliebt. Will alles, alles vergessen, was mich verletzt und betrübt. Kannst du es denn nicht verbannen, woran du nicht denken willst? Natürlich nicht. Traurig, traurig. Oh, das bist du sehr, armes Herz, so freudenlos und schwer. Doch warum, warum darf ich nicht fragen? Keine Antwort weißt du mir zu sagen. Weiß der Himmel, warum über ihn düstere Wolkenschleier ziehen? Du weißt es wohl, ich bin kein starker Geist, der frei für sich erschafft ein eigenes Leben. Kein mächtiger Baum, sich selbst genug, der wagt, sein stolzes Haupt hoch in die Luft zu heben. Ich kann nicht gehen in selbstgezogenen Gleisen und brauche Sterne, die den Pfad mir weisen. Du weißt es wohl, ich bin kein starkes Herz,
Das Einsam kann durchs dunkle Leben ziehen. Zu etwas muss es gläubig aufwärts schauen, für etwas schlagen, zittern und erglühen. Du weißt es wohl, wie sehr dies Herz dich braucht. Hoffe doch nicht. Du musst es bezahlen mit der Enttäuschung bitterster Qualen. Liegt die Hoffnung auch noch so schön, tückisch wird sie doch untergehen. Wünsche auch nicht, dir ist niemals gewähret, was deine brennende Sehnsucht begehret. Wenn auch aus weinender Seele erquillt, nie sich der rettende Wunsch erfüllt. Weine auch nicht. Es stillen die Tränen nimmer dein heißes Bangen und Sehnen, wehr ihres Laufes unbändiger Gewalt. Geh deines Weges, ruhig und kalt. So tief verwundet ist dies Herz, es möchte sich in Nacht versenken, nicht sehen, hören und nicht denken, nur fühlen seinen bitteren Schmerz, auskosten ihn. Trotze auch nicht, dein Herz ist kein Felsen, drauf du mit Groll dein Leid kannst wälzen, vor seiner Schwere dein Stolz sinkt hin, brich du ihn selber mit duldendem Sinn. Schulden und Schweigen, nur ist uns beschieden, wird und wehet der ewige Frieden, wenn auch dein Leid dich erdrücken will. Dulde du, schweige und halte dich still. Blind, taub und schweigen willst du weiterschreiten und über alles kalt und ruhig breiten die kalte Leichendecke der Geduld? Ich glaube, es gibt Menschen, die unglücklich sind, unheilbar, bloß weil sie sind. Georg, Leonce und Lena. Dein Kopf, Luise, dein Kopf ist ein leerer Tanzsaal. Sah ein Knab ein Röslein stehen, Röslein auf der Heide, war so jung und doch so schön. Ich hasse dieses Lied. Ich hasse diese Vergewaltigerhymne. Ich hasse diese verharmloser Schnulze. Ich höre 100.000 Männerchorkehlen röhren. Sie faxen, sabbern und feixen sich eins mit Goethe. Röslein wehrte sich und starr, half ihm doch kein Weh und Haar, musste es eben leiden. Tja, sie hat's ja so gewollt. Da muss sie's eben leiden. Schwesterlein hat sich schon als Kind gerne die Zunge verbrannt. Eine gute Ausbildung für später. Die Frauenfrage. Luise! 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 Die Frauenfrage hat eine solche Wichtigkeit und Bedeutung gewonnen. Sie ist so mächtig in unser Leben vorgedrungen, dass sie sich nicht mehr abweisen lässt, nicht mehr mit Ironie und Sarkasmus hinweglächeln lässt. Langsam ist sie gekommen und allgemein und hat sich fortentwickelt. Denn die Frau soll und muss sich eine eigene Überzeugung bilden. Richtig! Auch sie soll Stellung nehmen zu der sie umgebenden Welt. So ist es! Auch sie soll eine eigene Meinung haben. Ganz ebenso wie der Mann. Es muss ihnen zur ersten allgemeinen moralischen Verpflichtung gegen sich selbst gemacht werden, zu arbeiten und tätig zu sein. Hört auf Luise! Arbeit für alle, ja, aber Arbeit vor allem für euch. Damit Frauenwürde und Frauenstolz unter euch neu erwache. Dass ihr gesundet an Geist und Seele. Dass der ganze hohle Apparat eurer Seelenschmerzen und eingebildete Leiden, der nur dem Müßiggang entspringt, zertrümmert werde. Jawohl! Wieder die Hitze?
wie du siehst, ja. Das gibt sich wieder. Ach, nee. Lass mich in Ruhe. Alt werden in dieser Stadt kann grauenhaft sein. Jung sein in dieser Stadt ist allerdings auch nicht besser. Georg ist rechtzeitig gegangen. Georg wurde auch verfolgt. Alexander ist auch rechtzeitig gegangen. Alexander wurde auch verfolgt. Louis und Wilhelm sind geblieben, wie wir. Ach, das ist es ja gerade. Du bist doch dauernd unterwegs. Gib mal her. Gerne. Wo hast du die her? Fräulein Büchner, willst du fleißige Handwerker sehen, musst du zu Mathilden gehen. Die Frau und ihre Berufung. Aber hier, ja, ich. Wie viele hast du noch davon? Oh, bist auf. Morgen mache ich neue. Haben wir Hände, um zu greifen, oder? Oder greifen wir, weil wir Hände haben? Sind wir geworden, was wir geworden sind, wegen oder trotz unserer Eltern? Mir ist es wichtiger zu fragen, bin ich, was ich geworden bin, gern geworden? Und wenn ja, so mag von meinem Dank dafür gern jeder etwas abbekommen. Die Eltern, die Lehrer, die Geschwister. Lehrer! Vergiss die Lehrer! Du weißt genau, wir hatten keine. Erst waren sie unfähig und dann war es schon vorbei. Ab 14 keine Lehrer, keine Schule, keine Bildung mehr. Die pure Katastrophe. Für dumm verkauft, wir Mädchen alle. Ha, die Hälfte der Menschheit für dumm verkauft. Ich sag es dir, zwischen dem Anspruch unserer sogenannten klassischen Bildung und Erziehung und dem wirklichen Staatsleben, da klafft ein Abgrund. Es gibt nur ein Mittel, diesen Zuständen dauerhaft zu entfliehen und zu entkommen und die Frau vor Ausbeutung, Verdummung und Willkür zu schützen. Das ist ihre Vergesellschaftung. Das ist die Bildung von weiblichen Genossenschaften. Luise, du bist auf deine alten Tage immer radikaler. Ja, das habe ich auch schon gemerkt. Ach, ist das nicht herrlich? Ist das nicht herrlich? Jawohl, Fräulein Büchner. Sei froh, dass du zu deinem Buckel nicht auch noch rote Haare hast. Rote Haare, blaue Strümpfe und die fangen glatt wieder mit Hexenverbrennung an. Nein. Ich sehe in der Tat dich selten gute Bücher lesen. Du siehst mich in der Regel bei der Arbeit. Für gute Bücher, Fräulein Büchner, habe ich selten Zeit. Oh, die Industrie hat doch Hilfsmittel erfunden und entwickelt. Die Nähmaschine, den Dampfkochtopf, die Waschmaschine und ihr großer Bruder, der Wäscheausbringer. Oh, eine höchst sinnreiche kleine Maschine, zu welcher sich gerne noch die Handmangel gesellt. Und ein Mädchen haben wir auch. Du meinst mich? Ach, Nachrede, üble Nachrede. Nein, du bist nicht die arme, ausgebeutete Büchner-Schwester gewesen, die mir den Haushalt geführt hat, mir die Wäsche gewaschen hat
mir den Koffer gepackt hat. Ach nein? Nein. Wir hatten ein Mädchen. Büchners hatten immer ein Mädchen. Nichtsdestotrotz hat Mathilde den Haushalt geführt. Den gemeinsamen Haushalt. Deinen Haushalt. Hallo Schatz, wie war dein Tag? Was hast du erlebt draußen im feindlichen Leben? Ich habe dir dein Happy Happy warm gestellt. Heute würde ich es so sagen. Ich bin die unbekannte kleine Schwester eines großen, berühmten Bruders. Ich war die unbekannte große Schwester dreier berühmter kleiner Brüder. Und auch meine kleine Schwester war berühmt. Alle vier waren sie damals berühmter als der eine große, früh verstorbene, als unser Georg, unser Schorsch. Und da meine Geschwister allesamt ein öffentliches Leben führten, war ich dann die, die es in Stillen auch noch gab, wenngleich die Älteste nach Georg. Ich war die häusliche, die Mutterstellvertreterin. Ich war es, die den Clan zusammenhielt, wenn Mutter krank war. Ich deckte manchen Streich der jungen Herren Brüder. Ich war das Tantchen meiner Neffen, Nichten, das die verquasten Märchen meines Fräuleins Schwester vorlas. Ach, Nana, verquast! Ich ging nicht in die Welt hinein. Alle meine Geschwister laborierten sie an dieser büchnerschen Familienkrankheit, an der Literatur. Und ich, Mathilde, was richtig ist, einzig von mir gibt's keine Bücher. Was richtig ist, ich blieb zu Hause, im Elternhaus, im Schwesternhaus, im Brudernhaus, im Bruderhaus. Ich blieb das Fräulein. Ich auch, das Fräulein blieb ich auch. Und ich weigere mich, dieses mein Leben als ein Leben zweiter Klasse geringschätzen zu lassen. Ich weigere mich, mir vorschreiben zu lassen, was mein Glück ausmacht. Ich bin auch meines Unglücks Schmied. Mein Gott, von mir aus, wenn es der Frauenfrage dient, meines Unglücks Schmiedin. Wissen Sie, wenn Generationen von Literaturwissenschaftler und ihr Büchner-Exegeten einen als die inkompetente, leicht debile, willige Hilfskraft abstempeln, es sei denn, sie verschweigen einen gleich ganz, dann schlägt einem das mächtig aufs Gemüt, das sage ich Ihnen. Und es sind keineswegs nur Männer, die Mathilde unter ferner liefen laufen lassen. Ich bin die ahnungslose Analphabetin, die nirgends vorkommt, keine Briefe schrieb, von der es kein Nichts, kein Bild, kein Foto gibt. Vor kurzem hat man ein Bild gefunden. Ich bin die Kuchenbackerin und die Gemüsehackerin und streue die Zwiebeln übers Hack. Na und? Aber ich packte Georgs Fresspaket für seine Flucht. Ich sah ihn als die letzte der Familie lebend. Ich schrieb noch jahrelang mit Georgs Verlobter Wilhelmine Briefe. Mich hat sie hier noch besucht. Mich, weil ich sie einlud, weil ich sie akzeptierte, weil ich sie als Georgs Witwe aufnahm. Oh, ihr nicht. Als Georgs Braut, jahrzehntelange Braut und nie verheiratet. Braut Georgs, Braut nur eines Toten, Braut nur Braut. Mag sein, ihr jüngeren Geschwister seid die Jäger und jagte draus ins Leben. Ich bin die Sammlerin. Ich blieb hier, sammelte eure sieben Sachen und hütete sie. Klar habt ihr keine Ahnung, aber ich sage euch, auch ich, Mathilde, hatte einen Nachlass. Und der Mathilden-Nachlass war ein Juwel der Literaturgeschichte. Alles verbrannt. September 1944. Mein Nachlass, meine Sammlung, meine Briefe. Georgs restliche Briefe, Wilhelmines restliche Briefe, alles verbrannt.
alles zernichtet, zusammen mit der ganzen Stadt 1944. Meine Kiste auf dem Dachboden. Alle Guten sterben früh. Bis auf Goethe. Aber keiner starb so früh wie unser Georg. Es wird nicht mehr lang dauern. Warum guckst du so? Wie guck ich denn? Wie ein angetrunkenes Kaninchen. Ach ja? Du warst so eifrig, so voller Ernst und Kraft und so verdreht im Widerstand. Verdreht? Du warst so große Welt unter der Woche und brachtest großen Zoff am Wochenende heim ins Elternhaus. Ich wollte zu Hause nur das anwenden, was wir in der Woche über im Aster in Gießen ausgeheckt hatten. Kommunalpolitische Jugendwoche. Ach, das war aber früher. Das war während meiner Schulzeit. Du hast mir von so einer kommunalpolitischen Jugendskifreizeit eine Karte geschrieben. Oh, kann ich mich aber nicht mehr erinnern. Mit klassenkämpferischen Grüßen. Oh, wirklich? Da kann ich mich aber nun gar nicht mehr dran erinnern. Ja, Porno war ja auch später. Müssen aber auch schon wieder 25 Jahre her sein. Ja, die Sexismusklage, die war früher. Früher ja, und Brüderle ist heute. Die RAF, ihr seid mit Friede den Hütten, Krieg den Palästen auf die Demos gezogen. Es gibt so viel Paradoxes heutzutage. Erstens, es ändert sich nie etwas, aber früher war alles besser. Und zweitens, wir werden immer älter, aber wir sind nicht mehr die Alten. Drittens, wir sind nie zufrieden, aber es geht uns gut. Wie? Keine Resignation. Erkenntnis. Bittere Erkenntnis, dass auch einem Arschloch mal die Wahrheit rausrutschen kann. Will sagen, Wahrheiten sind nicht weniger wahr, wenn die andere Seite sie benutzt. Du hast damals auch den antifaschistischen Schutzwall verteidigt. Eben. Und die Mauertoten als Kollateralschaden billigend in Kauf genommen. Ist noch was zu trinken? Es könnte alles so einfach sein. Ohne Freiheit geht es nicht. Was du nicht willst, dass man dir tut,
Freiheit, Gleichheit, Schwesterlichkeit. Einigkeit und Recht nicht zu vergessen. So rein glückesunterpfandmäßig. Kann es sein, wir sind kitschig und sentimental? Kann es sein, wir reden dummes Zeug? Kann gut sein. Aber wenn es doch gesagt werden muss. Genau, ist so. Und in der Küche muss man alles sagen dürfen. Außerdem, es ist nicht so wichtig, was wir sagen. Es ist wichtig, was die Leute hier hören. Oh, das könnte jetzt aber nach hinten losgehen. Nein, guck mal, die machen doch einen ganz angenehmen Eindruck, die Leute hier. Ist das dein Ernst oder willst du dich einschleimen? Völlig überflüssig, solange gleich deine Suppe schmeckt. Lassen die Leute sich hier auch ein wenig von uns beschimpfen. Heißt das, du willst meine Suppe verfüttern? Ha! Ich denke, das ist Sinn und Zweck der Übung. Ich muss gestehen, ich wollte eigentlich selbst. Du bist unmöglich. Du willst nur nichts abgeben. Mensch, sieh doch mal die Suppe an als Ausgleichsabgabe für den fehlenden dramatischen Konflikt. Ja, wir hatten sie doch vorher gewarnt. Meine Damen und Herren, Sie sind und bleiben natürlich herzlich zur Verköstigung eingeladen. Komm, los jetzt, hilf mir austeilen, schwesterlich austeilen. Klar, Schwesteroberin. Futtern wie bei Muttern.